Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Montag, den 24.02.2020, und wir dürften einen relativ holprigen Wochenstart bekommen. Das Schreckgespenst Corona ist hier, ja, gefühlt im Schlafzimmer angekommen, ne? Wir haben die ersten Fälle in Italien, und ja, also ich muss heute doll aufpassen. Es ist auch jetzt ohne Mist mein achter Versuch, das Video einzusprechen. Das ist ein scheiß Thema hinten dran. Also es ist, ja. Ja, es stört mich persönlich ein bisschen. Ich habe hier letztens schon eine gewatscht gekriegt, als wir drüber gesprochen hatten mit dem Corona. Ich rechne fast damit, dass es heute auch kommt, aber was soll ich machen? Wir können auch nicht sagen, machen die nächsten 4 Wochen jetzt hier keine Videos, weil es moralisch irgendwo ein bisschen grenzwertig ist. Ich persönlich bin jemand, ich gucke mir die Nachrichten nicht gern an. Also grundsätzlich nicht. Für mich ist das hier das Arbeitsumfeld letztendlich, mit dem wir arbeiten und aus dem man das auch rausinterpretiert. Und man sieht auch, man muss nicht wissen, ob da eine negative oder eine schlechte Nachricht dahinter steht. Man kann sich in einem Chart schön drauf. Deswegen ist es für mich persönlich etwas, wo ich sage, ich habe mir durch die Herangehensweise halt auch sämtliche Emotionen abtrainiert. Ich habe manchmal die Nähe gar nicht. Ich kriege das manchmal auch gar nicht mit, wenn ich dann sage, hey, pass mal auf, da kannst du das noch machen, ne? Und das ist, also bitte sehen Sie mir das dann auch nach. Das ist wirklich dann auch dem geschuldet, was wir hier Tag ein und Tag aus tun. Und das ist halt einfach Routine. Das ist ja letztendlich das, ja, es ist unsere Arbeit, der wir hier nachgehen. Und auf das möchte ich es auch einfach beschränken und nicht auf das andere drumherum, ne? Und wir hatten immer gesagt, wir hatten vor einer Weile mal gesagt, nicht immer, wir haben das uns einmal angeguckt, und da habe ich schon den einen oder anderen Watscher von rechts und links bekommen bezüglich dem Thema. Wir haben schon mal geguckt, und da habe ich schon gesagt, mit dem Coronavirus, ich werde das noch nicht abhaken. Wir haben da schon noch Risiken, wenn das da in dem Ausmaß weiter anwächst halt, ne? Zum Beispiel, wenn da eben so eine Schwelle überschritten wird mit 100.000, oder wenn die ersten in Europa dann an den Folgen des Coronavirus versterben. Das sind Sachen, auf die wird der Markt sensibel reagieren und immer wieder. Und das wird jetzt Volatilität reinbringen. Und jetzt haben wir das, und jetzt kann man entweder sagen, okay, ich kann das moralisch jetzt nicht vertreten, damit zu machen und ausmachen. Ja, oder man versucht aber dann den Kopf auszublenden. Also ich fände es nicht gut, jetzt hier zu sagen, okay, man muss jetzt hier Haus über Kopf, ja, mit den großen Katastrophen rechnen. Die Stimmung dürfte extremst negativ sein, und der Markt ist etwas, was sich daran nähert, natürlich auch immer die Masse etwas zu schieben. Und man hat das häufig, also wenn Sie auch mal die letzten Terror, also nicht jetzt den 11. September, aber alles, was danach an Terroranschlägen gekommen ist, wenn Sie sich die Charts dann angucken, das sind immer grüne Tage gewesen halt, ne? Und deswegen ist es mir wichtig, da jetzt ein paar mehr Zeilen drüber zu sprechen, weil das Thema ist momentan extrem präsent mit dem Coronavirus. Es geht am Wochenende jetzt hier, glaube ich, überall durch, ne? Und es wird da auch ordentlich Angst geschürt, wahrscheinlich auch berechtigterweise, aber dazu, wir machen da jetzt einen Haken dran. Ich möchte Ihnen bloß sagen, sonst muss ich das Video gleich nochmal einsprechen. Ich möchte bloß sagen, passen Sie auf, dass Sie sich jetzt nicht in irgendwelchen Gedanken verfangen und dass Sie davon ausgehen, dass der Markt eine bestimmte Reaktion jetzt machen muss, weil Sie das so sehen. Der Markt wird vermutlich das nicht tun. Aber was wird er in so einem Moment machen? Er wird sich trotzdem der technischen Muster bedienen. Das macht er immer in allen Situationen, weil es alle Situationen letztendlich schon mal gab. Angst, Panik, Sorge, Verzweiflung, ne? Zukunftsängste und so weiter. Das sind typische Muster, die immer wiederkehrend, intervallweise, fast sogar in messbaren Zyklen. Und dementsprechend kann man auch ableiten, wie haben denn damals die Leute in derartigen Situationen reagiert, ne? Wie haben sich die Märkte entwickelt? Wie war die Bewegung? So, und jetzt muss ich irgendwie die Brücke kriegen zu meiner Analyse. Oh, das ist echt. Also heute, aber ich spreche das jetzt auch nicht nochmal ein. Also da tue ich mir auch keinen Gefallen. Ich fasse mich, ja, ich komme an den gleichen Stellen immer wieder zum Stehen. Wie kriegt man jetzt hier den Riss rein? Also, wir gehen nochmal auf ganz neutral jetzt hier auf den Chart. Womit müssen wir rechnen? Was müssen wir jetzt hier einplanen? Ich kann mir vorstellen, also nein, ich kann mir nicht vorstellen, ich weiß, dass wir in der Wochenindikation schon extrem schlecht im Raum stehen.
Wenn ich jetzt hier mal schaue, sehe ich jetzt hier gerade eine 13.478. Wenn wir jetzt gucken, ist das zumindest schon mal unterm Tief vom Freitag. Dass der DAX jetzt hier von einem Donnerstag, Freitag reinfällt in den Montag, ist nichts besonders Auffälliges. Es ist etwas, was man sogar sehr häufig sieht, auch an Wochen, wo keine schlechten Nachrichten sind. Aber wir haben ordentlich Druck auf der Leitung, ne? Also der drückt sich schon mit gut Volumen hier auch nach unten. Und schiebt ordentlich durch. Wir haben jetzt hier das Gap geschlossen. Wir haben noch zwei weitere Gaps. Wir haben einmal hier unten das noch um die 13. Warten Sie kurz. 13.30, glaube ich, ne? 13.28, genau. Und dann noch eins bei 12.935. Das dann hier unten. So, und wenn Sie jetzt gucken, was der hier für Schmackes draufnimmt in den 2 Tagen, in der Regel beschleunigt den Trend ja in Trendrichtung. Ja, also wenn er da noch eine Beschleunigung raufkriegt, sollte man schon einplanen, dass Montag, Dienstag Platz wäre. Zumindest da mal ranzuspringen Richtung 1,38. Also, das ist jetzt kein Hexenwerk. Wenn wir bei 4,78 reinkommen, unser DAX schafft, wenn er gut drauf ist, auch 300 Punkte an einem Tag. 350 schafft er, kann er locker schaffen. Dann wären wir schon bei 13.100. Also das ist ein Tagesmarsch auf Stunden. Wir sind im Stundenchart, ne? Man muss jetzt aufpassen, wir haben in letzter Zeit sehr, 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 sehr geringe Volatilität gehabt. Und da muss man jetzt aufpassen, dass man nicht direkt von der hohen Volatilität, die jetzt ja gerade momentan zurückkommt, dann überrumpelt wird, ne? Also nicht, dass man jetzt sagt, oh, das ist jetzt schon 100 Punkte gefallen, da muss er ja jetzt mal wieder steigen. Vorsicht, 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 ne? Also sowas ist immer gefährlich, wenn man zu sehr noch im alten Muster denkt und diesen Phasenwechsel dann verpennt letztendlich, ne? Also was will ich sagen? Wenn unser DAX nach unten rausgeht, ist das hier ganz schön eine wackelige Geschichte. Wir haben hier unten noch dieses Tief um die 4,45. Das wäre jetzt erstmal so ein Punkt, wo ich sage, also das könnte ich mir zum Montag noch ganz gut vorstellen, dass wir das auf jeden Fall vielleicht sogar sehen. Also wenn wir eh hier auf den neuen Tiefs rumhüpfen und hier unter jetzt um 4,70 reinkommen, bin mal gespannt, wo am Montag steht, wie die ersten Futures ticken, könnte mir aber wirklich vorstellen, dass da eben noch ein bisschen Stress reinkommt. So, gehen wir mal davon aus, der eröffnet hier in dem Bereich. Wäre es dann wichtig, wie fängt das sich? Weil der DAX recht häufig sogar dann ab 8 Uhr montags nochmal entgegenläuft, ne? Also so ruhig nochmal bis 9.30 ran in den Anstieg übergeht und dann gegebenenfalls nochmal in den Dienstag hineinfällt. Das wäre so das, was ich favorisieren wollen würde. Das können wir mal, ich zeichne das mal kurz ein. Denn das wäre quasi letztendlich meine favorisierte Route. Wenn wir auch mal schauen, zum Freitag haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, ne, was unser DAX eigentlich, was wir hier so ein bisschen auf dem Radar hatten. Ist jetzt das untere Setup, wenn Sie gucken, ist es relativ deutlich abgelaufen, ne? Also das bärische Szenario und erstmals auch bis in die unterste Spitze rein, sogar mit Überschuss. Wir haben schon ganz, ganz, ganz lange diese unteren Ecken immer nicht mehr bekommen, ne? Der hat ganz oft immer hier so abgebrochen. Er hat zwar den Trigger angelaufen, ist umgedreht, zurück, hat seinen Rebound gemacht und dann hat die Kraft gefehlt. Die war jetzt da gewesen. Also da kann schon ein Trend auch mal kippen. Das muss man sagen. Wir haben jetzt auch fallende Tiefs, wir haben fallende Hochs und haben ja auch gestern sogar, nee, am Freitag sogar gesagt, dass es per se ein Abwärtstrend ist, der dann jetzt sich eben etablieren kann, wenn da weitere Tiefs reinkommen. Die sind gekommen. Das heißt, wir müssen jetzt für den Montag tatsächlich eher erstmal mit ja, einer Fortsetzung des Abwärtstrends rechnen. So, also jetzt machen wir das nochmal ein bisschen plastischer. Ich könnte mir vorstellen, dass wir von hier unten dann nochmal hier hochgehen. Das ist vielleicht so in die 5,30 rein. Wo ist der Gap Close? 5,60. Vielleicht macht man den nicht mal ganz. Und dass wir dann eben weiter anziehen können. Na, also ich rechne fast damit, dass wir hier so, ich glaube schon, dass wir hier 4,50, das Potenzial hätten wir. Das Potenzial hätten wir. 4,50, das ist leicht erreichbar mit der Vorlage, wie ihr übers Wochenende reinkommt. Dann wäre denkbar, dass man hier nochmal hochzockt und dann über den Montag, Nachmittag, Montag, ne, eigentlich schon viel eher. Also, vielleicht sogar, machen wir mal so. Weil wird der mit Abwärtskipp reinkommen.
So, und dass er dann ab Montag sogar sich schon hier unten weiterholen kann. Ich hätte dann hier den nächsten Punkt um die 13:30. Diese lange rote Kerze, so, grüne Kerze, das läuft der Markt ganz gerne an, sowas. Dieses Eröffnungsniveau von diesen langen Kerzen. Diese Kerze hat eröffnet bei 12:238. Also so ab 13:330, 13:2. Oh, jetzt muss ich noch mal gucken. Ich werde langsam alt. 2:38 und 13:33. Also 13:32 und 13 oder 13:240 und 13:330, das wären dann hier unten jetzt noch Anlaufziele. Die können zum Montag schon kommen. Ja, deswegen gehen wir hier unten auch, machen wir einfach noch einen Trigger rein. Wenn er die 13:330, 13:300 verballert, ist nach unten weiter mit Stress zu rechnen. Das kann 2:30 werden, das kann aber sogar hier unten bis auf die Gap-Eröffnung gehen, um die 1,70, 1,30. Also Platz ist genug, wenn er anzieht. Das sollte man mit einkalkulieren. So, damit haben wir das bärische Variante, die negative, das negative Szenario ein bisschen eingebaut. Also gucken Sie die drei, also da, das ist für mich die nächste wichtige Station um die 13,450 rum. Das ist die nächste, Punkt A. Dann kommt die Zone um 13:330 bis 13:300. Und dann, ja, haben wir hier kleinere Sachen. Die 2:30 zuckt bestimmt mal für ein paar Punkte. Ob man sich da gegen den Trend stellen muss, muss man gucken, wie die reagiert. Da sollte man ein bisschen vorsichtiger sein. Und ansonsten hier 13:190, 13:170. Das wäre so für den Montag die maximale, die ich sehen würde. Ne? Dass man hier so in den Bereich noch reingeschossen kommt. Das kann er aber schaffen. Das ist nicht viel. Ne? Also. Da, das kann er locker schaffen. Oberhalb würde ich sagen, vor Obacht, wenn unser DAX über 6,20 steigt, wenn unser DAX über 6,20 steigt, beziehungsweise auch, machen wir 5,80 schon, ich würde schon sagen, ab 5,80 wäre das absolut gegen der Erwartung auf Basis der aktuellen Nachrichtenlage. Wäre das absolut gegenteilig zur aktuellen Nachrichtenlage und vor allen Dingen zur Erwartungshaltung, die jetzt viele haben. Ich glaube, das werden sehr, sehr, sehr viele auf die Short-Taste drücken und es werden sehr, sehr, sehr viele sich vornehmen, den Trade liegen zu lassen. Und wenn der Markt dann nach oben durchrennt, hat er Futter, dann hat er das, was er sucht und dann haut er die alle raus und fällt vielleicht erst danach oder eben zieht komplett durch. So, also oberhalb von, genau, hätten wir Platz bis 6,70 und 6,30, vielleicht erst die 6,30, dann später die 6,70, machen wir so in die Richtung. So in die Richtung und damit wird ein Schuh raus. Dann nehmen wir hier ein bisschen was raus. So, die nehmen wir auch erstmal raus. Die ist zu verkümmert jetzt hier, die Bewegung. Und ja, kriegen wir das hier irgendwie noch ein bisschen stärker in den Fokus, dass man es deutlicher sieht. Ja, also es ist Fakt. Unser DAX hat hier, ist in eine Tieffolge abgekippt. Im Tagesschart sieht das auch nicht gut aus. Wir hatten ja auch bei den Amerikanern mal geguckt. Ich habe Ihnen das, glaube ich, sogar erklärt, ne? Dass das, was wir da hatten, habe ich Ihnen das erzählt oder habe ich mir das bloß. Oder habe ich es nicht gemacht? Dass wir gesagt hatten, ach, ne, wir hatten die Overnight-Kurse genommen, genau. Wir hatten, halt, das ist der falsche. Wir hatten die Overnight-Kurse genommen. Und da hatte ich Ihnen gesagt hier, dass das Setup eigentlich neues Hoch und lange rote Kerze, dass das auch dieses Bearish Engulfing, was er hier jetzt gesetzt hat, quasi. Also nicht das Bearish Engulfing, aber da hatte ich ihm gesagt, dass das hier von der Weltmeisterschaft, wo ich da damals mitgemacht habe, derjenige, der gewonnen hat, das war sein Setup, ne? Das war sein System und habe ihm erklärt, dass der dann so am Folgetag eben aufpyramidisiert. Der hätte jetzt hier nicht viel Ertrag drin gehabt, ne? Dadurch, dass der nicht weit zurückgekommen ist. Aber das ist genau sein Setup. Neues Hoch, kompletten vorherigen Kerzen auskontern, sowas kann man sich ruhig mal mit aufschreiben, auch immer mal mit handeln. Das funktioniert relativ gut. Und häufig vor allen Dingen auch, ne? Und wer, ja, gucken Sie sich einfach nochmal das Video vom Freitag an, da haben wir das am Abend, glaube ich, erzählt. Also der pyramidisiert dann halt auch auf, ne, bis hier unten in dem Bereich und wäre dann jetzt hier auch schon draußen, würde ich fast wetten. Wobei er zwei Kerzen handeln wird. Also er würde hier noch,
würde ich hier noch die nächste jetzt wahrscheinlich sogar noch abwarten. Ja, gut, okay. Also auch Setup-mäßig Tageschart eingedreht. Wir sind auf dem mittleren Bollinger Band aufgesetzt. Das ist jetzt erstmal wo man sagen muss, okay, wir haben jetzt hier sehr negativ dahergeredet. Das ist jetzt etwas, was. Ja, da war er weg. Da hat sich einmal die Kiste runtergefahren. Alles gelöscht, alles verworfen. Zum Glück konnte man das jetzt hier noch rekonstruieren. Den Chart habe ich jetzt aus dem Gedächtnis nochmal nachgemalt. So in etwa, wie wir es besprochen hatten. Das hat es leider auch nicht gespeichert. Ja, glücklicherweise der Teil zum Video, sonst hätte ich jetzt, glaube ich, heute dann echtes sein lassen. Hätte ich jetzt keine Lust gehabt, das nochmal zu erfassen. Wir fassen nochmal in zwei Sätzen ganz kurz zusammen. Montag wichtig, wir kriegen mehr Volatilität, das sollten wir aus der Nachricht mitnehmen. Wir sollten uns im Kopf nicht zu sehr versuchen beeinflussen zu lassen von dem, was drumherum ist. Der Markt muss nicht zwingend in so einer Situation auch fallen. Ich würde schon sagen, die Wahrscheinlichkeit geht nach unten, die Tendenz ist abwärts, wir haben einen Abwärtstrend, das ist schon da, aber wenn der nach oben anzieht, seien Sie da schon achtsam, weil da werden viele dagegen hauen, glauben Sie mir. Ne? Also wenn an so einem Tag, da geht er auf Tageshoch raus halt. Ne? Da haut jeder dagegen. Da haut alle denken, der muss fallen und er steigt. Was machen die? Die buttern die ganze Zeit Short rein. Ne? Das einfach ein bisschen mit im Hinterkopf nehmen. Das ist eigentlich all das, was ich in den ersten 10 Minuten Ihnen versucht habe, irgendwie zu sagen. Ohne, ja, dazu. Ja, Sie wissen, was ich meine, was ich sagen will. Okay, ich hoffe, Sie können was mit anfangen. Mal schauen, wie er mitspielt. Und der DAX zum Montag. Wie gesagt, ich rechne schon hier. Ja, das ist. Also, wir werden bestimmt mit einem ordentlichen Gap reinkommen. Sollten wir nicht mit einem Gap reinkommen, dann wäre das schon fast ein Grund zu kaufen, weil dann definitiv hier das gegen die Erwartung rennt einfach. Ne? Und sowas geht immer leichter. Von daher, machen wir das hier jetzt an der Stelle zu. Tageschart. Das aber trotzdem noch wichtig: haben wir einen Schnipser auf dem Bollinger Band. Sollten wir uns auch unter das mittlere Bollinger Band legen, wäre sogar das untere dann nochmal erreichbar. Und da sehen wir auch. Diese Gap-Close-Niveaus, ne, das kommt dann hier aufeinander. Also wenn jetzt hier die 485 auf Tagesebene hält, die Kerzen hier vorher, die geben nicht viel Halt, da ist hier unten das noch das, da sollte man schon achtsam sein, ne, so alles, was unter 450 ist, würde ich von der Großwetterlage her dann eher als negativ bezeichnen, halt, ne? Also mit Abwärtsrisiko. 330 wird für mich ganz interessant. Das sehen wir auch hier, da kommt der Supertrend auch mit hinzu. Die haben wir in der Stunde auch gesehen. Ja, und wenn das alles nicht hält, dann gehen hier unten die Gaps zu und dann steht der Markt hier wieder hier unten. Ja, so schaut's aus. Also erstmal keine gute Ausgangslage. Wir gucken mal, was der DAX draus macht. Gehen Sie nicht zu voreingenommen an den Markt ran. Versuchen Sie schön mitzuhandeln, gucken Sie, wo geht Geld rein, wo geht Geld raus und dann einfach mitschwimmen und nicht zu sehr nur Meinungstrading machen, denn das funktioniert ab und an, aber auch nicht immer halt, ne? Also das Problem, wenn man nur nach Meinung tradet, ist es halt oft, dass man oft zu engagiert dann reingeht, wenn man zu sehr von seiner Meinung überzeugt ist. Das ist das Kernproblem. Das ist das, was daran eigentlich so schädlich ist, dass man sich in bestimmten Situationen sicher ist und umso stärker der Markt dann gegen diese Situation läuft, umso mehr haut man rein und das fällt vielen halt immer wieder auf die Füße. Okay, gut, dann hier Klappe zu. Ich glaube, wir sind auch gut fortgeschritten in der Zeit. Ich wünsche Ihnen was. Gutes Gelingen zum Montag. Ciao.